Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk. Ja, wir sind immer noch dabei, diesen Fall mit dem Bürgermeister zu klären. Ich würde mal sagen, wir schauen mal, was River dazu zu sagen hat. Animalgebiet. Irgendwelche Cop-Tipps zum Umgang mit denen? Einfach den Bauch kraulen und bloß nicht in die Augen gucken. Ha, ha. Hab keinen Durchsuchungsbefehl. Du musst das machen. Wenn du was findest, sag Bescheid. Natürlich wälzt er die Arbeit mal wieder auf uns ab. So, wollen wir noch mal gucken, was wir da haben. Okay, er hat nichts zu sagen. Noch nicht. Die Frage ist, gehen wir das Stealth rein oder machen wir alle weg? Alpha der Animals bist hier. Animals. Mit dem habe ich eigentlich noch nichts, also mit der Gang habe ich eigentlich noch nicht so richtig Stress, ne? Können erstmal gucken, ob wir hier sowas machen können. Hier komme ich ja nicht hoch, ne? Nee. Gut. Wo sind wir eigentlich jetzt auf der Map? Ich habe komplett den Überblick verloren. Ah, okay. Sind wir schon fast außerhalb. Na, guck mal da. Das ist doch wie gemacht für uns. Ist irgendwo eine Kamera? Nee, oder warte. Eine Leiter aufs Dach. Nein, ich möchte jetzt kein. Boah, das Auto sieht geil aus, aber ich möchte trotzdem kein Auto kaufen, danke. Ich habe nämlich hier gerade eine wichtige Mission. Lass mich mal hier drüber. Ich will aufs Dach. Unbedingt. Na komm, lass mich hier hoch. Dankeschön. Warum ist da keiner? Und jetzt hier noch hoch, bitte. Aber das ist nice. Alter, schau dir mal dieses Panorama an. Holy shit. Okay, aber hier oben ist keiner, ne? Nee. Gut. Ist irgendwo ein Fenster auf? Ja, hier. Ist da wer? Ich glaube nicht. Wir speichern mal ganz kurz. Dann gehen wir rein. Sieht aus wie eine normale Werkstatt. Der Club ist hier. Glaub mir. Du meinst, du hast eine Ahnung? Cop-Intuition? Sowas in der Art. Ganz ruhig. Können wir den irgendwo verstecken? Nein. Das ist jetzt natürlich belastend. Gut. Hätten wir schon mal ausgeschaltet und wir machen nochmal ganz kurz eben ein bisschen Hacking. Euro-Dollar, okay. Können wir, glaube ich, nur eins machen, ne? Ja. 55. E9. Ah ne, wir können das. Oh, Alter, wir können sogar alles 3 machen. Ah ne, schade. Ja gut. Hätten wir aber wenigstens die 2 Sachen. Kriegen noch ein bisschen Cash dazu. Ich will auch unbedingt mal zum Ripper-Doc gehen und mir da ein paar Implantate machen lassen. Das können wir vielleicht sogar heute machen, wenn das hier schneller geht. Okay, sie sind aber sehr wenige Leute. Was ich nicht unbedingt schlecht finde. So, schlaf, mein Guter.
Da unten muss ich rein. Okay. Gucken wir da erstmal hier. Na, guck mal, hier hätte ich auch noch durchgekonnt. Ne, hier kann ich nach draußen. Bringt mir das was? Vielleicht kann ich da nicht in eine Etage tiefer rein oder so. Ich muss, glaube ich, immer noch da runter, ne? Da ist noch ein Animal. Komm, lass mich ihn scannen. Raptor. Interessant. Ich muss doch da runter, oder nicht? Verschaffe dir Zutritt zum Club. Oder von da oben kam ich, ne? Ja. Ich mal hier runter. Mhm. Ist doch bestimmt die ohne Kamera. Ich rieche es doch förmlich. Komm, speichern. Oh. Bleib bitte da stehen. Natürlich bleibt er nicht da stehen. So, du schläfst auch mal bitte. Kann ich dich irgendwo reinpacken? Nee, ne? Das sind alles keine Kisten dafür. Oder bist du? Nee, du bist auch keine Kiste dafür. Okay, können wir uns jetzt aber schon ein bisschen freier bewegen, das ist gut. Was ist das denn hier für eine Lagerhalle? Und wo müssen wir hin? Verschaffe dir Zutritt zum Club. Boah. Hier ist doch eine Kamera. Anscheinend. Da muss ich hier was hacken? Das Netzwerk, Überwachungssystem ist offline. Nee, dann nicht. Was muss ich denn hier machen? Warte mal. Wir gehen nochmal eben kurz dahin, wo es rausging. Das war doch hier. Nee, das war noch ein weiter. So, dankeschön, das nehme ich mal mit. So, wir gehen mal kurz hier hin. Ne, ich müsste aber da rein. Hm. Warte, schaffe ich diesen Sprung? Ja. Ah, okay, gut. So viel dazu. Bitte das Red Greens Race. Hä? Wo steckt mein kleiner Teufel? Ach komm. Ist das hier drin oder was? Oder ist das einfach nur ein Tank, den ich in die Luft jagen kann? Warte mal, das probieren wir mal. Ey, geh da hoch. Dann bitte noch hier. Als ob du da nicht hochkommst. Scheiße. Ich glaub, ich weiß, wo du steckst. Hi, ja, das glaube ich nicht, wenn du draußen stehst. Ah, süß. Warte mal. Kann ich das abschießen, dass es dann in die Luft fliegt? Ich speichere mal. Entdeckt. Okay, halt durch. Bin gleich da.
Hä? Frag den Pisser! Wo muss ich denn hin? Scheiße. Oh, hier komm, nimm Deluxe auch aus meinem Arsch. So. Raum fürs Blei. Nein! Fuck! Alter, hält die viel aus. Ja, ganz ehrlich, warum müssen wir denn am Leben bleiben? Es tut ja wirklich nichts, wenn die auch mal sterben. Dann komm hier, kriegst das. Oh. Okay, nice. River ist da. Tschüss. Scheiß gekippter Wichser. Alter, diese Waffe ist einfach nur geil. Ja gut. Ihr lügt nicht. Hat zu viel Schiss. Der Club muss hier irgendwo sein. In der Werkstatt, schätze ich. Oder da drunter. Also war ich da oben dann vielleicht doch noch nicht allzu falsch. Warte, wir gehen nochmal da oben hin. Vielleicht habe ich was übersehen. Also auf dieses mittlere Teil da. Ja, das nervt mich jetzt, dass ich darauf geschossen habe, aber ne. Was soll man machen? Oh! Ist hier doch richtig? Nee, oder? Warte mal, das ist was ich looten kann. Okay, ich kann es nicht looten, schade. Okay. Ich versuche nochmal da drauf zu kommen und dann da rein. Das ist so das Einzige, was ich hier so als Anhaltspunkt habe. Und da hat sich eben auch meine Mission geupdatet. So. Okay. Leben ja alle noch da. Minenkiste, Explosiv. Was ist das da? Fernseher. Boah, ich wüsste jetzt echt nicht, wohin. So. Och nee. Ach komm. Zerlegen wir mal eben das hier. Und das da. So. Passt. Hier draußen ist es ja nicht. Laut der Karte. Oh mein Gott. Okay, das war dann doch einfacher als gedacht. Ich hab's doch gefunden, nicht du. So. Ladies first. Mhm. Wollen wir nochmal runtergehen. Oh Mann, hätte ich mir auch gleich denken können, dass da so eine Tür ist. Aber die Frage ist, was will denn der Bürgermeister hier? Baby, du kannst jetzt rauskommen.
nett. Jemand wollte unbedingt vertuschen, was immer hier passiert ist. Wonach suchen wir? Suchen wir nach etwas, das wie ein Büro aussieht. Jeder Club hat eins. Ich dachte, die wären freundlich auf mich. Na komm. Tschüss. Na komm. Nix könnt ihr. Gar nix könnt ihr. Offensiv stehen bleiben? Na gut. Deine Entscheidung. Als ob hier so ein Club unter der Erde ist. Ist ja auch interessant. Okay, der ist böse da oben, der ist böse. Achso, der hat sich jetzt wegbewegt. Oh, scheiße, ich habe keine Munition mehr. So. Wo ist die Kamera? Da. So, warte mal ganz kurz, ich loot mal eben was. Was fehlt denn der Bürgermeister hier? Eine Sekunde bitte. Was ist das denn hier alles? Moin. Nehme ich auch noch mit. So im Club gibt es doch bestimmt viel, oder? Okay, wir können, wenn wir das letzte machen wollen, nur das letzte machen. Oder? Ja. Okay, BD, BD, 7A55, ja. BD, BD. 7A55. Nice, legendäre. Sehr schön. Wir hätten bestimmt gar nicht kämpfen müssen. Das wäre auch bestimmt besser gewesen, aber ist egal. So, das ist kein Büro, okay? Was soll ich denn jetzt nach oben? Garage, Club. Nein, muss doch hier bleiben. So, wo könnte denn hier ein Büro sein? Hier unten? Bestimmt, oder? Ja, fast. Okay, nee. Hier sieht das gut aus. Hier ist aber auch kein Büro. Einfach mal so eine Kiste auf so einen Tisch stellen, alles klar. Corporate Thieves must die. Oh, Backe. Okay,
Okay, du bist verschlossen. Büro. Sieht aus wie ein Büro. Irgendwie. Wir suchen Computer. Die sind das Wichtigste. Ja, hier haben wir direkt drei Stück, aber nur an diesen hier kann ich dran. Gut, Nachrichten. Hier haben wir wieder Nachrichten. Dateien. Lokale Netzwerke. Überwachungssystem ausschalten. Dankeschön. Okay. Warum wird denn hier noch eine 4 angezeigt? Weil das 4 Kameras sind, oder warum? Steif wie ein Brett. Ist seit mindestens einer Stunde tot. Nein, keine Traumakarte. Hatte sie sicher absichtlich nicht dabei. In so einem Club will man nicht, dass Traumateam die Tür eintritt, wenn es gerade richtig zur Sache geht. Das Herz, denke ich, hat sich wohl etwas übernommen. Okay. Ja, machen wir so. Rechtsmediziner wird ihn zu Hause finden. Ich sag ihm, was er schreiben soll. Friedlich im Schlaf gestorben. Die Jungs bringen ihn weg. Nein, keiner wird was merken. Quatsch. Jep. Ja, ich melde mich später. Ach du Scheiße, das ist sein Kollege. Scheiße. Okay, es ist aber vorbei hier, glaube ich. Na sowas, der kommt mir bekannt vor. Wie? Ich bin nicht in Stimmung für Witze. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Gehen wir. Okay, dann Detmers Sack. Okay, wie du willst. Zeitverschwendung, wenn du mich fragst. Dann kurz hier einmal die Daten durchklicken. Damit ihr pausieren könnt, wenn ihr euch das durchlesen möchtet. Oh. Unwelden Hold. Hold, wir haben die Datei, die du haben wolltest, den Rest zerstört. Okay, da steckt er anscheinend dann auch mit drin. Interessant. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Okay, hier geht's nach draußen. Sag nicht, hier hätten wir auch durchgekonnt. Nee. Wir hätten da auch durchgekonnt. Ich möchte mich hier noch umsehen. Okay, lass uns abhauen. Ich habe vorhin einen anderen Ausgang gesehen. Ja, den habe ich jetzt auch gefunden. Oh Gott, also der Vizebürgermeister und sein Kollege stecken da drin. Nice. Komm, das ist ja nur eine Nebenmission. Ach du Scheiße. Gut, wieder da, wo es gestartet hat. Komm, lass uns auch steigen. Fühlt sich wohl? Da geht uns jetzt safe an den Hals, oder? Also immer noch mit dem ab. Klappe, Harold. Ich weiß, was du getan hast. Ich werde nicht fragen, warum du es vertuscht hast. Oder wie du in den Schlamassel geraten bist. Sag mir nur, wer es befohlen hat. Was kümmert's dich, River? Dein Gewissen ist doch blütenrein. Du kannst nachts ruhig schlafen. Und warum? Weil ich alles auf mich genommen habe. Du hast echt keine Ahnung, wie diese Stadt tickt. Hältst dich für einen Idealisten. Glaubst du, das bedeutet irgendwas? Tut es nicht. Hat es nie. Hey, guck nicht so, Söldner. Du weißt, dass ich recht habe. Wie? Danke für die Hilfe, aber hier geht's nicht um dich. Ich kümmere mich drum. Und wie, hä? Nimmst du mich jetzt fest? Ich habe die Aufnahme, ein Motiv und ein Geständnis. Also ja, vielleicht. Wobei es nicht viel bringen würde. Du musst mir nicht mal sagen, wer es befohlen hat. Ich weiß es schon. Und da selbst der Chief die Finger da drin hat, melde ich's direkt der Dienstaufsicht. Die werden auch nichts tun. Mir jedenfalls. Aber dich haben sie danach im Visier. Geh nach Hause, Walt.
Schlaf drüber. Morgen siehst du es mit anderen Augen. Ich bin jedenfalls weg. Fuck. Alter, was ein Arschloch. Also, was jetzt? Ich lass nicht locker. Kann ich nicht. Holt hat Ryan ermordet. Wollte seinen Posten. Das älteste Motiv der Welt. Scheint mir logisch. Das NCPD hat die Spuren verwischt. Ich glaube auch, es war Holt. Er war scharf auf den Posten. Ich melde das der Dienstaufsicht. Hat man in der E-Mail da gesehen. Reichen, um den Fall wieder aufzurollen. Wenn die nicht auf seiner Seite stecken? Nee, mach's nicht. Tu es nicht. Die schmeißen dich raus. Oder noch schlimmer. Außerdem ändert das gar nichts. Vielleicht. Aber mir ist scheißegal, was du denkst. Was hast du jetzt vor? Meldest du dich jetzt bei den Pirales? Ja. Okay. Ich bleib noch hier und beobachte. Danke, Vi. Oh, Bucky, ich glaube, er ist bald tot. Hauptsache, steht immer noch, verschaffe dir Zutritt zum Red Queen's Race. Dankeschön dafür. So. Hier ist V. Wegen Ryan. Ich habe eine Ahnung, was passiert ist. Sehr gut, komm bitte vorbei. Die Sache ist heikel. Wir besprechen das lieber persönlich. Beeil dich bitte. Jo, okay. Frage, zeigt er mir jetzt die Mission oder zeigt er mir den... Ne, er zeigt mir das da oben an. Ja, das habe ich mir doch gedacht. Ne, ich würde gerne das machen. Wo zeigt er jetzt hin? Ja, er zeigt dir ganz woanders hin. Sehr gut. So. Dann tschüss, mein lieber River. Ich hoffe, du kommst darüber hinweg. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Ah, diese Beleuchtung ist aber auch echt geil. Ist echt überall. Vor allem, das ist halt einfach so episch. Das ist jetzt einfach nur eine verkackte Nebenmission gewesen, aber dass die so detailreich ist, ist einfach... Boah. Wie ein Witcher. Vielleicht sogar noch mehr als ein Witcher. Das finde ich halt einfach so geil. Deswegen lohnt es sich halt einfach auch, diese Nebenmission zu machen. Also jetzt abgesehen von den Aufträgen von Regina vielleicht, aber... Davon kannst du halt auch ein paar machen, bevor es langweilig wird. Weil halt alles irgendwie abwechslungsreich ist. Oh. Hi. Ich habe nur eine Abkürzung genommen hier. Oh, upsala. Ja, das geht auch noch gut. So. Was denn? Das hat doch gut gepackt. Ja, vielleicht ein bisschen drüber, aber ich muss ja den anderen Autos auch noch ein bisschen Platz machen, ne? Gut. Danke. Alter, was ein Haus sei. So. Natürlich sind die Treppen verschlossen. Wir können natürlich nur den Aufzug nehmen. Na klar. Achso. Ich werde dir nur eins sagen. Wird bestimmt mehr als nur eins, aber okay. Sag ihnen nichts, misch dich nicht ein. Dieser Schlamm reicht tiefer, als du denkst. Wenn du nicht aufpasst, bleibst du stecken. Wenn ich ihnen nichts sage, bezahlen die mich nicht. Wir kommen auch ohne klar. Du vielleicht. Ich brauche was zwischen die Beißer.
Gut, mach was du willst. Du hörst ja sowieso nicht auf mich. Hallo, Vee. Bitte komm rein. Mach dich gemütlich. Jefferson kommt gleich dazu. Alter. Richtige High Society. Die Chroniken von Titania. Wow. Bitte, setz dich doch. Ja, gleich, warte. Ich muss dich eben ein bisschen ausrauben. Ich das darf. So, dann setzen wir uns mal. Danke. Schön, dich zu sehen, Vee. Elizabeth sagt, du hast Antworten für uns. Ich bin ganz Ohr. Es ist nicht hundertprozentig klar, was passiert ist. Wir brauchen keine 100%. Also? Naja, ich habe eine Vermutung. Ich glaube, Weldon Holt steckt hinter Ryans Tod. Ich wusste es. Hast du Beweise? Nein, nur einen starken Verdacht. Wir haben noch E-Mails. Das müssen wir nicht wissen, Jeff. Wir sollten vorsichtig sein und Holt im Auge behalten. Und wir brauchen mehr Security. Du hast recht. Wie immer hast du recht. Danke für die Hilfe, Vee. Dein Geld. Passt gut auf euch auf, ihr zwei. Mhm. Hallo. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ja, gut. Dann tschüss, ihr beiden. Vorsichtig, bitte. All diese Musik, ne? Gut, wir reden später weiter. Wow. Also durch die E-Mail, die wir da ganz kurz überflogen haben, war es ja anscheinend Holt. Und nicht das NCPD. Das hat es ja dann nur vertuscht. Und die Pressekonferenz? Klappt das mit dem Rathaus? Ich hoffe, das ist richtig alles. Also ein paar Bugs sind hier dann noch drin, die nerven ein bisschen, aber ist nicht weiter schlimm. So, hier kommen wir immer noch nicht durch. Aber was ein krankes Gebäude. Haben wir die Mission abgeschlossen? Ja. Gut. Hoffen wir mal, dass das so richtig ist. Ich würde dann aber auch mal sagen, das war's mit dieser Folge. Ist an sich dann noch ein gutes Ende geworden, einigermaßen jedenfalls. Ich hoffe, wir werden erfahren in nächster Zeit, was da jetzt passiert. Dann würde ich sagen, geht's nächste Folge weiter. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.